Bad Bunny verklagt nun seinen eigenen Fan. Eigentlich könnte der extrem gehypte Rapper und Sänger darauf verzichten, doch dann würden es wahrscheinlich alle tun. Momentan gibt es wohl keinen Ort auf dieser Welt, wo nicht seine Musik irgendwo läuft. Besonders seine neuesten Releases werden rauf und runter gespielt. Theoretisch hat er mit dem neuesten Album auch schon ausgesorgt. Millionen von Klicks und Streams, und genau das sorgt für ausverkaufte Hallen. Innerhalb weniger Minuten gibt es keine einzige Karte mehr für seine Konzerte. Trotzdem geht dieser Fan scheinbar viel zu weit und verärgert den Musiker, denn er lädt das komplette Konzert von Bad Bunny auf seinem Kanal. Jeden einzelnen Song findet man, den er live gespielt hat. Damit überschreitet er wohl eine rote Linie. Der Rapper verklagt ihn auf $150.000 pro Video, was er hochgeladen hat. Mit so einer Klage hat der Fan sicherlich nicht gerechnet. Bad Bunny begründet es damit, dass somit weniger Leute zum Konzert kommen, wenn sie schon alles auf YouTube und TikTok gesehen haben. Eventuell hat er recht, aber das ist wohl ziemlich hart. Andere Menschen aus der Community werden sicherlich keine Videos mehr von seinem Konzert hochladen aus Angst, Ähnliches zu kassieren.